Wenn um einen herum alles sich verändert, man trotzdem in sich zu Hause sein kann, unabhängig von dem echten Zuhause, also einem richtigen Haus, sondern wirklich, und das kann ja sein, dass durch Naturkatastrophen man alles verliert, ne? Dass man aber dann trotzdem in sich zu Hause sein kann, das halte ich für ungeheuer wichtig. Und das gehört mit der Körperwahrnehmung, ne? Dass man hier und jetzt frei atmend in sich sein kann. Und dazu hilft Meditation meiner Ansicht nach gut. Wenn man da, also es sei denn, man ist hinter ausschließlich Samatha, dieser Ruhe hinterher, ist ja verständlich. Dass man in sich einfach erstmal zur Ruhe kommt, das ist eine Richtung. Die andere Seite, das mögen viele, das ist, da muss man aber einen guten Anleiter oder eine gute Leiterin haben, ist die allumfassende Liebe. Ne? Kann man auch, also den Garten, Blumen der Liebe und verschenkt sie an andere. Kann so einen Weg gehen in der kurzen Meditation, fühlt das dann auch manchmal. Klappt bei mir selten. Ne? Freundlichkeitsmeditation geht einfacher. Ne? Einfach mal freundlich. Also diese zwei Richtungen gibt es. Aber für mich die wichtigste ist eben Selbsterkenntnis, dass wenn man jetzt 20 Minuten sitzt zum Beispiel, dann ist das bei vielen so, dass die dann sagen, die ersten 15 Minuten, die waren, ja, das war gut. Aber die letzten 5, die hätten nicht sein müssen. Und genau da hinzugucken. Genau, also weil das erste war quasi Fun. Und dann die letzten 5 Minuten, dieses Unwohlsein. Also es sei denn, man hat irgendwas körperlich. Also nicht auf einem spitzen Nagel sitzen und dann einfach den Aushalt, das meine ich nicht. Aber diese Geschichte, ich vergleiche das immer mit einem Spielfilm oder Theateraufführung oder so, und dann sitzt man die ganze Zeit in diesem Stuhl und findet, ist ja quasi abgelenkt. Ich finde super Darbietung, und jetzt sitzt man auf sich zurückgeworfen 20 Minuten und nach 15 Minuten, deswegen 20 ist Minimum, weil nach 15 kommt das, merkt man, da ist viel mehr los. Ich will nicht. Oh, merkt man so, dass jetzt muss ich mich echt anstrengen, um hier sitzen zu bleiben. Und da wird es interessant. Weil das ist quasi so eine innere Ebene, die eigentlich all unsere Entscheidungen trifft. Ne? Ah, das will ich! Nee, das habe ich selber entschieden. Das ist sinnvoll, dass ich mir jetzt dieses Überflüssige kaufe. Also das ist zuerst ein Impuls. Haben will. Ja, und dann für, oh, kognitiv, das passt so ganz gut in meine Wohnung, dieses überflüssige Teil. Ne? Andersrum auch. Ne? Dass man, den mag ich nicht. Ja, der kann ja auch gar nichts. Der stinkt. Also kommen alle Sachen nachher. Also die kommen alle nachher. Der erste Impuls ist so. Und das bei sich festzustellen, dieses innere Ding, das ist ungeheuer wichtig. Ne, weil die Entscheidungen verändern sich dann. Man gibt dann den Stinkern ab und zu noch eine neue Chance, und bei dem Glasnippes überlegt man, ob man das wirklich, wirklich jetzt braucht. Aber das in der Meditation festzustellen, deswegen ist diese Selbsterkenntnis-Meditation nicht nur Fun. Es ist also nicht nur Liebe oder Mücken oder eben dieses autogenes Training. Meine Finger werden jetzt ganz, ganz schwer. Es geht. Es geht, geht. Machen wir auch gleich. Aber also dieses innere Getriebensein, dass man das mal bei sich feststellt und das dann irgendwann im Alltag zusammen feststellt. Ne, dass man eben sowas mitkriegt, dass wichtige Entscheidungen eben, die Marketing weiß das. Ist klar. Aber auch 2 Semester Marketing nur gehört, nebenbei am Studium andere Haus gegangen und da dann Marketing gehört.
Da muss ich einfach sagen, also das, weil das war so ein Erlebnis mit 2 Semester Marketing, war ganz informativ, aber es waren ja alles Wirtschaftswissenschaftler. Und ich war gerade da drin in Gründung von einer Firma und dachte mir halt, was macht mehr Sinn und so, also tiefer gehend. Und die Frage war eben, was ist der Zweck einer Unternehmung? Und das war so noch so ein relativ hochgestellter Hörsaal, also wo man ziemlich nah an den anderen sitzt, aber das so nach oben geht. Und dann standen wirklich alle so vor, ich überlegte, was ist der Zweck einer, welchen Sinn, welches Produkt vielleicht man den, und die standen aber schon alle auf und sagten, Gewinnmaximierung! Da habe ich gedacht, was ist denn mit dem Produkt? Kann das vielleicht auch einen Sinn haben, ein gutes Produkt zu machen? Kam da überhaupt nicht vor. Also das ist so viel zu Wirtschaftswissenschaften. Gewinnmaximierung. Wow. Das erklärt natürlich viel. Jetzt 20 Minuten rumsitzen. Erkenntnis kommt nach 15. Jetzt ist erstmal, meine Finger werden ganz, ganz schwer. Die Mücke ist mir jetzt ganz, ganz egal. Aber wenn mir kalt ist, dann mache ich auch meine Jacke zu. Also das mit, also zu Unwohlsein beim Sitzen ist klar. Am Anfang versucht euch wirklich das bequem zu machen. Das mit der Kälte scheint auch viel, viel mit Psychologie zu tun zu haben. Aber wenn ihr jetzt mitten in diesen 19 Minuten mitkriegt, das geht nicht, mir ist zu kalt, wenn ich jetzt länger rumsitze, werde ich krank. Dann steht auf und geht in die Wärme. Also das Wichtigste ist, dass es euch besser geht. Nicht, dass ihr jetzt dann 3 Wochen mit Grippe im Bett liegt, nur weil ihr auf einer kalten Wiese rumlaßt. Ausstrecken, Beine oder dich hinlegen, in den Himmel blicken. Das ist aber sehr uninteressant da oben. Grauschattierung oder auf die Erde. Geht auch.
fühle ich mich jetzt locker gewesen? Oder irgendwas sprechen. Nicht sprechen. Nie wieder? Doch. Also ich finde es toll, dass ihr bei dem Wetter kommt. Kommt wieder. Und wir machen noch unser dreimal wunderbar. Sadhu, 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 Sadhu.